Ja, und jetzt freut es mich besonders, selber ein bisschen Sport getrieben und immer noch mein Personal Trainer ist auch mit drin. Ich mache dreimal die Woche mache ich noch Sport, dass ich ein bisschen fit bleibe. Und das machen wir recht intensiv. Bin einige Marathons in der Welt gelaufen, den letzten in New York. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen, zunächst mal die Gattin von Herrn Berthold, die Britta. Alte Schule. Ne? Lieber Thomas, schön, dass du hier bist. Das freut mich. Ja, Thomas Berthold, 64er Jahrgang. Das zeigt, dass die heutigen 56er die früheren 35er sind, so wie der Kerl ausschaut. Ne? Das kann man so sagen, gestattet das so. Meine Frau passt auf mich auf. Sehr schön. Also du lebst gesund. Ja, Thomas Berthold, ich darf kurz die Vita umreißen. Alles geht nicht, denn das würde den Abend füllen, genauso wie bei den anderen Herren hier. Thomas Berthold war Profifußballer, hat bei Frankfurt gespielt, Rom, Bayern. Bayern gestern 2:1, den Supercup gewonnen. Du hast bei Stuttgart gespielt und du warst Weltmeister 1990, Thomas. Und das ist legendär. Das löst nochmal einen besonderen Applaus. Thomas, dich auf das Sportliche und auf den Fußball zu beschränken, das wäre zu wenig. Ich habe Thomas schon verfolgt während seiner Laufbahn. Thomas Berthold ist ein Mensch, der das Wort auf der Zunge hat, das Herz auf der Zunge hat und das auch zum Ausdruck bringt, ohne Rücksicht, wo er hingeht, ob er bei einem Fußballverband ist oder ob er mit anderen Menschen zusammen. Thomas, du verkörperst für mich nicht nur auf dem Fußballplatz, du warst ein harter Abwehrspieler, das haben deine Gegner zu spüren bekommen, du warst aber stets fair und so bist du auch im Umgang mit Menschen und das verdient wirklich hohe Anerkennung. Thomas, du bist ein streitbarer Typ. Da können wir uns mit allen Herren, die hier sitzen und sicherlich vielen unserer Zuschauer hier und daheim. Du hast nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und ich erinnere mich, du hast wegen einem Spiegel-Interview bist du sogar aus dem Kader der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden. Was machst denn du für Sachen, Thomas? Ne? Ja, mein lieber Peter, das ist schon sehr, sehr lange her. Das war ja 1994 nach der WM in Amerika. Der damalige Bundestrainer Berti Vogts, der übrigens ein sehr guter Freund von meiner Frau und von mir ist, also der hat mir das natürlich verziehen, aber ich war immer so getackert, dass letztendlich auch innerhalb einer Mannschaft es eine Dynamik geben muss, weil sonst gibt es kein Wachstum. Aber ich kann natürlich auch sagen, dass man natürlich im Verband, beziehungsweise auch wenn man Trainer ist, die Persönlichkeit haben muss, sich mit solchen Sportlern auch auseinanderzusetzen, weil sonst entsteht dann Graben, die haben ihren Standpunkt, du hast deinen Standpunkt, bist aber als Spieler letztendlich immer im schwächeren Glied am Ende des Tages. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwo hingekommen bist, wenn die ein Pulsmesser dran gehabt hätten, wäre der schon höher gewesen, oder sehe ich das falsch? Ja gut, ich glaube, zu meiner Zeit gab es noch viele Persönlichkeiten, die werden ja so ein bisschen vermisst im Profisport, denn wir haben ja heute, erleben ja folgendes Phänomen, durch die Anzahl der Medien, die gestiegen sind, auch im Profisport, da kommt es mir teilweise vor, als ob die Sportler alle so die gleiche Medienagentur, Berateragentur hätten, weil der Content, die Inhalte sind alle gleich. Steht zwar ein anderes Gesicht vor der Kamera, aber das führt eigentlich dazu, dass das Selbstentscheiden, Selbstdenken ein bisschen abgenommen wird, weil es heute eigentlich darum geht, ein Image zu behalten und dieses Image eben auch zu vermarkten. Man sieht, was passiert an einem Handballkollegen Kretschmer, der seine Meinung sagt, der wirklich, den kann man nur wirklich nicht als Rassisten bezeichnen. Der sagt seine Meinung, was geschieht. Er wird gescholten und seine öffentlichen Auftritte haben sich ja stark dezimiert. Thomas, ich habe dich kennengelernt in Berlin, ich habe dich in Stuttgart verfolgt. Das, was du tust, erfordert ja, wie wir vorher schon von den Herren gehört haben, auch eine persönliche Überzeugung und du bist ja ein intelligenter Mensch, der dann weiß, Moment, es schlägt ja Gegenwind entgegen. Was hat dich bewogen, dich so klar in der Öffentlichkeit zu akzentuieren? Ja, also der Gegenwind, Peter, interessiert mich erstmal nicht in erster Linie, weil meine Frau, muss ich sagen, hat mich natürlich stark unterstützt und ich bin aus reiner freier Überzeugung aufgetreten, sowohl in Stuttgart als auch in Berlin, weil ich letztendlich mir das Selbstdenken nicht abnehmen lasse und auch Dinge hinterfrage und ich möchte auch selbstbestimmt leben. Und habe eben festgestellt, dass seit Mitte März
Dinge einfach hier in die völlig falsche Richtung laufen, dass Fehlinformationen bewusst gestreut werden, dass wir eigentlich in den Medien keinen wissenschaftlichen Diskurs haben. Die Menschen werden nicht aufgeklärt von unabhängigen Wissenschaftlern, sondern immer in diesem Angstmodus gehalten. Die Medien spielen mit. Ihr habt es ja auch jetzt letztendlich in euren Vorträgen wunderbar erklärt, wie das Zusammenspiel Politik, Massenmedien, Staat, Industrie, wie das funktioniert. Und das ist eine eindimensionale Berichterstattung. Und jeder vernünftige Mensch, der Dinge hinterfragt, der fragt sich natürlich in erster Linie, wie kann das sein, dass auf der ganzen Welt die Politiker alle gleich reden und letztendlich wir auf einer nicht evidenzbasierenden Politik, die ohne Fakten, ohne Daten, nur anhand von Spekulationen von ein, zwei Wissenschaftlern, wir haben ja nur einen in Deutschland, der letztendlich hier im Fokus steht, im Endeffekt ein Notstandsgesetz ausruft, was jetzt schon verfassungsrechtlich eigentlich im Endeffekt ja wirklich, also da können wir den Herrn Professor Passel noch mal fragen, ja, das ist ja ein Schlag ins Kontor für jeden Juristen eigentlich, was hier abläuft. Und von daher habe ich dann auch gesagt, ich werde hier aktiv, habe mich dann auch mit den Querdenkern in Verbindung gesetzt und bin sowohl in Stuttgart als auch in Berlin dann öffentlich aufgetreten, mit allen Konsequenzen. Also ich habe da auch kein Problem mit. Aber das macht mir auch nichts aus, Peter, wenn es da eben reinhagelt. Super, also das zeigt... Wissen Sie, ich habe den Thomas Berthold erreicht, da war Britta und Thomas waren im Urlaub. Da habe ich gesagt, Thomas, wir haben die Veranstaltung. Und das sind Menschen, die anpacken. Thomas sagt, ich bin morgen wieder in Deutschland, ich schaue im Kalender nach und was sagt er, ich komme. Fährt heute Abend noch mit dem Zug nach Hause und da muss ich sagen, Thomas, wir sind noch nicht fertig mit dem Interview. Aber das ist etwas, das soll doch die Menschen begeistern, da ich sage, hoch vom Sofa, mitmachen, sich engagieren, nicht daheim schimpfen und sagen, oh, ist das grausam, was hier alles. Nee, selber bewegen. Wir sind die Macht. Thomas, für was stehst du? Ja, ich stehe letztendlich dafür, dass wir letztendlich unsere Gesellschaft selbstbestimmt und frei leben können. Und wie das ja auch schön gesagt hat, jeder muss letztendlich in seinem Umfeld, in seinem Milieu, mit seiner Familie, mit seinen Freunden anfangen, erstmal in die Diskussionen zu gehen. Da wird es natürlich auch wieder also Gegenstand geben, weil es gibt bestimmt auch viele Menschen, die vertreten diese Meinung, die vertreten diese Maßnahmen. Und da muss man eben mal erstmal in die Diskussion kommen. Wir müssen ja generell erstmal in die Diskussion kommen. Und dann glaube ich in der Diskussion, dass die besseren Argumente auf Dauer überzeugen werden. Und da kannst du auch die Zweifler gewinnen und auch die Menschen, die vielleicht heute auf der ganz anderen Seite stehen. Aber man muss erstmal in den Diskurs kommen. Genau, der findet ja leider nicht statt, weil wenn ihr heute das Fernsehen anschaut, was findet denn da statt? Diese ganzen Talkshows sind besetzt mit den gleichen Hauptstadtjournalisten, mit den gleichen Hauptstadtpolitikern. Das ist so wie so ein Family- und Friends-Programm. Und wenn dann mal ein Andersdenkender kommt, der eine andere Meinung vertritt, ist immer das gleiche Konzept. Der wird im Endeffekt immer in die Bredouille gebracht. Der darf nie ausreden, steht alleine da und am Endeffekt, wenn es ganz zum Wolf ist, ein Rechter oder ein Antisemit und kommt immer in die gleiche Schublade. Also es findet da gar keine sachliche Debatte mehr statt. Das ist der Aspekt. Ich habe gestern Abend, habe ich mal einen Lanz eingeschalten. Wer sitzt wieder da? Der Karl Lauterbach. Ne, und es, also, da sagen wir wirklich, der muss doch eigentlich in Mainz wohnen. Aber das Schöne ist ja mittlerweile beim Herrn Lauterbach, dass seine Ex-Frau, die ist ja Virologin, im Servus-TV einen Auftritt hatte und dann mal klargestellt hat, dass ihr Mann Gesundheitsmanagement studiert hat und dass er kein Virologe ist und daher diese ganzen Zahlen gar nicht interpretieren kann. Also Gott sei Dank ist das mal für Klarheit gesorgt. Thomas, du hast mir erzählt, und das ist schön zu hören, du bist nur ein Mann, der bekannt ist. Du wirst oft angesprochen, aber nicht aufgrund deiner sicherlich die Bekanntheit einer der besten Fußballer, die Deutschland hatte. Und du wirst angesprochen und die Menschen geben dir zu 100% recht. Ja, das ist natürlich interessant gewesen, die Erfahrung, die ich jetzt im letzten halben Jahr gesammelt habe. Es gab natürlich in unserem privaten Umfeld Veränderungen. Da haben sich Leute auch getrennt. Da habe ich kein Problem mit. Dinge ändern sich eben auch im Leben. Freunde gehen, neue Freunde kommen dazu. Aber was ein Phänomen ist, fand ich jetzt auf der Straße, wenn mich wildfremde Menschen ansprechen, die ich noch nie gesehen habe, das sagen von 10, sie haben recht. Ich vertrete ihre Meinung. Das finde ich erstmal interessant. Und das ist die Erfahrung, die ich zurzeit sammle und Tag ein, Tag aus auch erlebe auf den Straßen Deutschlands. Also muss ja irgendwas dran sein, dass von den Dingen, von dem Inhalt, den ich preisgegeben habe, der ein oder andere sich angesprochen fühlt und sagt, okay, das ist ein vernünftiger Typ, der erzählt keinen Quatsch,
da gibt es Fakten und Daten dahinter, das wirkt irgendwie vertrauenswürdig. Also anders als das, was die Politik zurzeit, auf mich wirkt die Politik zurzeit so, als ob ich mir vorkomme wie so ein Befehlsempfänger und kein Partner. Ich will aber kein Befehlsempfänger sein, ich will ein Partner sein. Dafür muss mir aber die andere Seite was liefern. Nur die andere Seite ist, wenn ich es im Fernsehen teilweise sehe, schlecht vorbereitet, hat keine Bildung, kein Wissen und es gibt nur Schlagwörter oder Propaganda. Und das langt mir eben nicht in unserem Land. In allen Themen, jetzt mal unabhängig von Covid-19, ob es die Einwanderungspolitik ist, ob es die Wirtschaftspolitik ist. Es gibt so viele Themen, die hier im Argen liegen und es ist meiner Meinung nach da irgendwie so ein Filz drin und dieser Filz muss irgendwann mal beseitigt werden. Ich glaube nicht, dass er sich von selbst reinigt. Der Ast, auf dem die... Bekanntlich werden die Damen und Herren nicht an ihrem eigenen Ast sägen. Es ist auch so, ergänzend dazu, ich bin ja in meinem Geschäftswirken, ich bin ja Wirtschaftsingenieur, es wird immer gesagt, warum haben wir so eine komplizierte Steuergesetzgebung? Ganz einfach, weil die Beratungsfirmen, die beim Finanzamt aus- und eingehen, die größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind, die wir in Deutschland haben. Also das heißt, die werden einen Teufel tun und werden sagen, wir minimieren die Steuergesetzgebung, wir vereinfachen es. Thomas, das zeigt aber, dass die Menschen langsam aber sicher begreifen, es braucht Veränderung. Hast du das Gefühl, dass diese Menschen mit dieser Meinung, die sie dir mitteilen, dass sie dir zustimmen, dass die auch damit in ihrem Umfeld an die Öffentlichkeit gehen oder sind sie damit eher noch vorsichtig? Ich glaube, dass innerhalb des privaten Umfelds die Debatte mehr als entfacht ist. Das ist, glaube ich, schon, wir sind am Anfang von einem Flächenbrand. Ich muss auch sagen, als wir in Berlin jetzt waren am 29.08., da waren ja fast 2 Millionen Menschen. Ich finde es ja immer lustig, ja, dass der Herr Herrmann gestern als bayerischer Innenminister in einer Sendung von 30.000 Leuten spricht. Also wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, dann sollte er auch mal einfach die Luftaufnahmen anschauen. Das kann man heute auf einen Quadratmeter hochrichten, da weißt du, wie viele Leute da waren. Also wenn wir jetzt mal von 1,5–2 Millionen ausgehen. So, ich sage immer, das ist Faktor 5, weil jeder hat Verwandte, Freunde und. Da bist du bei 10 Millionen. Das ist die Mitte unserer Gesellschaft, die da vertreten war. Ja. Da war keine Spinner, bis auf so ein paar 10 gestagte Reichsbürger, die letztendlich da diesen Reichstag stürmen wollten oder wie auch immer. Das war ja sowieso alles inszeniert, meiner Meinung nach. Ja, so, das ist die Mitte der Gesellschaft, die war in Berlin vertreten. Und die haben eine klare Meinung. Die wollen einfach eine Veränderung. Wir haben... Ja. Wir haben ja 8 Stunden in Berlin gefilmt. Und ich bin vom Großen Stern, bin ja Berliner, bin vom Großen Stern bis zur Siegessäule, bis zum Brandenburger Tor wieder zurück. Ich habe nur Menschen getroffen, die in sich gesehen nun mehr als gesellschaftsfähig waren, nett. Wir sind dann zum Reichstag rüber, wir haben da 5 Stunden die Beine wehgetan, habe einen Kaffee getrunken, da kam einer und er sagt, du musst unbedingt das Deutsche Reich wieder. Ich sage, komm Junge, schwör ab. Und das war dann, ja, na gut, also wenn ich mir sage, die Summe, die du nennst, also ein Spinner, den hast du aber schon aus 400 Meter hast gesehen, irgendwie ne, die Sonne der vergangenen Tage. Aber, ich muss ja auch eins sagen, Peter, mal unabhängig von dieser Debatte rechts, links, Mitte, die Grundrechte gelten für alle deutschen Bürger, egal wie der politisch orientiert ist. Also das muss man mal klarstellen. Diese Grundrechte hatten wir ja in der Vergangenheit, Thomas. Das heißt also, du konntest in der Gemeinderatssitzung, in der Bauausschusssitzung, konntest du dich mit jemand, der, sagen wir mal, links geprägt war und jemand, der konservativ war, konntest du dich sachlich auseinandersetzen. Mhm. Diese sachliche Auseinandersetzung, die gibt es heute nicht mehr. Und du hast gerade eines gesagt, ich finde es immer erstaunlich, ich habe mich mit Uwe Kranz in einem Interview unterhalten, die Reichstagserstürmung und die drei Helden der Polizei, die waren vom Steinmeier. Gefällt. Ja, es ist ja Wahnsinn. Ich sage mal, die waren mit Maschinenpistolen, die haben Fackeln, die haben alles, die haben den Reichstag gestürmt. Ich habe keine einzige Scheibe gesehen, die kaputt war und. Gefällt. Es ist schon erstaunlich, wenn Sie sehen, es formiert sich da etwas und die Polizeikräfte, sie sind dort, wo die Bevölkerung friedlich am Boden sitzt, wo die Bevölkerung auch Thomas Berthold mit zuhört und begeistert ist. Und am Reichstag sind 3 Polizisten, die Reichstagsstürmung verhindern. Es war schon erstaunlich. Also ich sage, Komödienstadel hoch 3. Das ist laut. Ja. Thomas, du bist ein Mann, der polarisiert.
ein Mann, der es so rüberbringt, dass man es versteht. Du bist glaubwürdig und authentisch und das schätze ich. Und mit Sicherheit die Gäste hier und unsere Zuhörerschaft. Thomas, welche Empfehlung gibst du den Menschen, die uns zuhören? Ja, wie eben schon erwähnt, jeder muss zu Hause, da wo er wohnt, am besten mit seinem Bürgermeister oder mit seinem Abgeordneten ins Gespräch gehen und Fragen stellen. Und erst weggehen, wenn er Antworten bekommt. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und dann auch den Mut aufbringen, in der Diskussion zu Hause, im Freundeskreis, im Café, im Restaurant, auch übergreifen, wenn sich andere Leute einmischen sollten, einfach mal in die Debatte kommen. Sich mal austauschen. Wir müssen miteinander reden. Wir brauchen kein Social Distancing. Das ist für mich sowieso das Unwort des Jahres. Wir brauchen eine Kommunikation und wir müssen zusammenkommen und müssen Lösungen finden. Mhm. Weil so, wie wir jetzt leben, mit diesem Maskenwahn und diesem Abstand halten und diesen sozialen Komponenten, die ja im Endeffekt jetzt alle noch auf uns zukommen, ja, das weiß noch keiner. Die Selbstmordrate ist so hoch wie noch nie in Deutschland, etc. Das wollen wir alle nicht. Und wie ihr es ja auch gesagt habt, ich meine, ich habe auch im Ausland gelebt. Wir können Multikulti leben, nur es muss Regeln geben und die gelten für alle. Und auch die Ordnungskräfte, die dürfen nicht beschimpft werden, die müssen Durchschlagskraft haben. Und keine Angst haben, wenn da einer gegen die Wand pinkelt und da müssen die eben sagen, Kollege, das kannst du hier nicht machen. Feierabend. Ja, das ist genau, ich meine, das... Thomas Berthold sagt, er hat im Ausland gelebt. Und das sind genau die Momente, dass ich einfach sage, Moment, wenn ich mich in meinem anderen Land bewege, dann bin ich dort Gast. Dann bewege ich mich so, dass ich sage, ich nehme es an, wie die Menschen dort leben. Ich respektiere es und nicht mehr und nicht weniger wollen wir, wenn Menschen zu uns kommen. Und die brauchen eine Berechtigung, wenn sie zu uns kommen. Jawohl. Es kann nicht... Thomas, Menschen, die zu uns kommen, ich komme jetzt zu einem sozialen Engagement von dir. Thomas, du bist... ja noch sportlich aktiv. Ich meine, die Zuschauer, die Gäste hier bei uns sehen das, deine Figur zeigt es, dass du sicherlich sehr bewegungsintensiv setz und Grenzen. Wie du mir sagst, dank Britta, also auch deine Ernährung so ist. Wir wollten vorhin essen gehen, zwei Salatblätter waren drin. Nee, so schlimm ist es nicht. Also, aber Peter, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, was mir in den letzten 6 Monaten hier völlig verloren geht, es gibt überhaupt keine Debatte über Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Sport. Der Mensch ist gebaut zum Bewegen. Wir sind nicht gebaut zum Liegen, zum Sitzen. Kinder, die müssen schon im Kindergarten sich eigentlich mit diesen Themen beschäftigen. Im Aufwachsen, im Erziehungsprozess, dass man weiß, ich muss mich bewegen, ich muss mich gesund ernähren und ich muss mein Immunsystem stärken. Ich war letztens mit einem Freund was essen um die Ecke, der ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Das ist mal was aus dem wahren Leben. Seit 27 Jahren hat er eine Praxis in Frankfurt. Da habe ich den gefragt, sag mal Frank, wie war es denn so jetzt für dich als Arzt in den letzten 6 bis 8 Monaten mit deinen Patienten? Du, ich hatte auch Leute mit Symptomen. Was hast du denn gemacht mit denen? Ich habe denen gesagt, ich habe denen 2 Sachen mit auf den Weg gegeben. Erstens, nicht ins Krankenhaus gehen. Sag ich, warum? Ja, weil du da nur vollgeladen wirst mit Antibiotika. Und zweitens, nimm Vitamin D und dann wird er schon weggehen. Und was ist passiert? Alle geheilt. So, das ist der Wahnsinn. Also der gesunde Menschenverstand spielt auch eine große Rolle. Also das wollte ich nur mal anbringen, das war so eine kleine Anekdote, die ich jetzt am letzten Wochenende erlebt habe. Ja, recht. Thomas, ergänzend dazu, es gibt die 2 stärksten Lobbyisten, die gefördert werden, das ist die Waffenindustrie und die Pharmaindustrie. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die Pharmaindustrie, die wird einen Teufel tun und wird sagen, Moment, es gibt andere Mittel, dass sie sich heilen. Wir sprechen hier nicht als Ärzte, wir sprechen nicht, wenn jemand irgendwie schwerwiegende Krankheiten hat, das maßen wir uns nicht an. Aber wir müssen eigentlich wieder damit zurückkommen, wir haben uns auf der Herfahrt unterhalten, dass unsere Kinder und Jugendlichen, wie wir gehört haben, dass sie sich wieder körperlich ertüchtigen. Und davon spricht niemand. Wir sprechen jetzt gerade von Kindern und Jugendlichen. Ich finde es schön, wenn Menschen sich sozial engagieren und es nicht an die große Glocke hängen. Und ich meine, so Menschen wie Thomas Berthold, die sieht man ja sowieso weniger im Fernsehen. Warum? Weil die gefährlich sind. Die sind gefährlich mit ihrem Aussehen, mit ihrer Art, wie sie eloquent sind, mit ihrem Charisma. Alle, wie die Herren hier sind, die könnten gefährlich sein. Die Zuschauer könnten nachdenken. Thomas, so ist es leider. Aber deshalb ist es schön, dass es sowas gibt wie hier und dass du heute da bist. Thomas, du engagierst dich für Straßenkinder. Wenn du bitte unseren Gästen und unseren Zuhörern bitte da noch etwas sagen würdest. Ja, es gibt ein altes Projekt von Kollegen von mir in Mexiko, in der Querétaro. Wir haben da vor, mein Gott, ist schon so lange, ich weiß gar nicht, wann wir das gegründet haben, ein Kinderhospiz gegründet, das heißt Pan de Vida, also Brot fürs Leben.
Das sind 200 Straßenkinder, die werden da vor Ort versorgt. Es gibt da einen Kindergarten, es gibt da eine Schule. Mittlerweile gibt es auch junge Menschen, die haben den Schulabschluss gemacht, die haben studiert, die haben den Beruf ergriffen. Das ist ein Projekt, das ist eigentlich entstanden 1986 zur WM in Mexiko. Da hat der damalige Delegationsleiter Egidius Braun, der ja auch DFB-Präsident war, der hat da eine Initiative in die Wege geleitet. Und wir haben parallel dazu als Spieler, die mit ihrer Karriere dann irgendwann mal am Ende waren, gesagt, wir machen da auch was parallel und hatten da unser eigenes Projekt. Und ja, da ist natürlich, Mexiko ist weit weg von Deutschland. Da gibt es ganz andere soziale, ein ganz anderes soziales Umfeld, ein ganz anderes System. Gibt es keine Versorgung. Das ist schon sehr dramatisch, was man da vor Ort sieht. Also das kannst du mit Deutschland nicht vergleichen. Ja, und das ist eigentlich so das einzige soziale Projekt, was ich nach wie vor verfolge. Es ist schön zu erleben, und wenn Sie Hallo Meinung ins Leben rufen, Sie haben ja im Grunde genommen, Sie bewegen sich ja im Niemandsland. Und wenn ich sehe, was wir heute erreicht haben, meine Damen und Herren, mit Ihnen, dass Sie da sind, mit unseren lieben Talkgästen, die sagen, ich fahre her, Uwe Kranz übernachtet hier, Professor Patzelt auch, Thomas Eglinski fährt wieder nach Hause zu seiner Familie, Thomas und Britta werden dann von der Taxa abgeholt, fahren wieder nach Hause. Also wir können stolz sein, was wir erreicht haben. Und das kann aber nur... können aber nur die ersten Schritte sein. Wir müssen weitermachen, und jeder der Herren, und das fühlen Sie, hat gesagt, wir können nur gemeinsam etwas erreichen. Dieser Abend oder jede Demonstration verpufft, wenn wir sagen, war schön, war gut, die Leute, die dort waren, und das, Thomas, ob 1,5 Millionen oder 2 Millionen, aber es muss sich potenzieren. Und ich spüre bei Ihnen, wie Sie hier sind, dass Sie sagen, es wird sich potenzieren. Und ich merke es, welche Kraft daraus erwächst. Und wir müssen in der Lage sein, dass wir diesen anderen Menschen diese Kraft mit vermitteln. Den Mut, etwas zu sagen. Und wissen Sie, ich sage immer wieder, was wir im Augenblick tun, wir haben wahnsinnig viele Moralisten. Moralisten, wenn wir uns über Corona unterhalten wollen, wird gesagt, du Leugner. Ja. Wenn ich sage, lasst uns bitte unterhalten, was ist auf Lesbos los? Oh, Nazi. Wissen Sie, das hat aber einen inflationären Charakter, da höre ich schon gar nicht mehr hin. Ganz ehrlich. Was für uns alle entscheidend sein soll, ist, wenn wir früh morgens vor dem Spiegel stehen, dass wir uns anschauen können mit einem Gewissen, dass wir sagen, die Folge Assad sich sicherer im Sattel denn je. Hm. Meine Damen und Herren, und das sind alles Dinge, ich habe Bundestagsdebatten mitverfolgt, da haben wir deutsche Soldatinnen und Soldaten hingeschickt. Da wurde gefragt, Afghanistan, wie ist die Freund-Feind-Kennung? Die konnten das gar nicht sagen, ja. Haben aber befürwortet, dass junge Menschen dorthin gehen. Ja, ja. Und Annegret Kramp-Karrenbauer setzt den ab, den Chef des militärischen Abschirmdienstes ab. Warum? Weil er nicht dasselbe Lied singt, was sie braucht. Und solche Politiker haben wir da zu sitzen. Und ich möchte eines mit Hallo Meinung erreichen, dass wir die Stärke haben, dass wir sagen, in diesem Land ändern wir etwas. Und deshalb wird nächste Woche dieses Programm im Netz sein, aber wir müssen es gemeinsam entwickeln. Und alle die Herren, die hier sitzen, Thomas, du auch, wir kriegen die Stärke beieinander, wenn wir aufstehen, wir sind die Macht. Wir kriegen es aber nicht, indem wir sagen, na gut, wenn ich Weber im Netz sehe, das like ich mal oder so. Nee, wir müssen aufstehen, wir müssen gemeinsame Initiative entwickeln und dann können wir etwas ändern. Und dass das notwendig ist, meine Damen und Herren, da besteht, glaube ich, kein Zweifel. Ich darf Sie noch... Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch informieren über unsere Sendetermine. Morgen Abend, den 26.09., ich habe ein langes Interview geführt mit Joachim Steinhöffel. Joachim Steinhöffel ist wohl einer der bekanntesten und besten Medienfachanwälte, die wir in Deutschland haben. Wir müssen uns ja ständig wehren. Wir müssen uns wehren, meine Damen und Herren, wenn wir über eine Diakonie Michelsau bei Köln berichten, dass die samstags eine Anzeige drin haben, dass die PädagogInnen und divers suchen,
für in Obhutnahme für Kinder aus Corona-betroffenen Familien, wo die Kinder nicht räumlich getrennt von Bett und Tisch untergebracht werden können. Wir berichten darüber. Da kommt Korrektiv und sagt, ihr habt falsch berichtet. So, und dann kommen wir, warum haben wir falsch berichtet? Weil die am Montag die Anzeige geändert haben. Da stand nämlich nicht mehr drin für eine Obhutnahme. Und dieses Perfide erleben sie momentan in Deutschland. Dass sie wirklich sagen, es soll ja kontrovers diskutiert werden, aber das hat ja nichts mehr mit Framing zu tun, sondern das ist ja bewusste Falschdarstellung. Und über dieses Thema werde ich morgen Abend mit Joachim Steinhöffel, das ist im Netz, wir haben eine halbe Stunde gesprochen, wir sprechen über die GEZ, wir führen 5 Musterprozesse. 5 Musterprozesse für Menschen, die sich gegen die Zwangsgebühren wehren. Meine Damen und Herren, und das ist mit finanziellen Mitteln verbunden, und da bitte ich einfach Gäste und Zuhörerschaft, das unterstützen wir. Diese 5 Prozesse decken in aller Regel das ab, was dort geboten ist. Und wenn Hallo Meinung im Rundfunkstaatsvertrag als Störfaktor erwähnt wird, nämlich, ihr kennt es, da stand drin, Hallo Meinung verlangt Datenschutzangaben und. Und wenn beim öffentlich-rechtlichen Sender ein Recht eingefordert wird zum Datenschutz und wir werden als Störfaktor dargestellt, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, wie verkommen die Sender sind. Ja. Ein weiterer Programmhinweis, am Sonntagabend um 18 Uhr, ich habe ein Interview geführt mit Markus Hippeler. Markus Hippeler ist Blogger und ist Fotograf, Pressefotograf. Da geht es um den legalistischen Islam. Wird immer gesagt, ja, was haben Sie denn gegen den Islam? Ich habe gegen den Islam gar nichts. Aber die Unterwanderung, wir haben den Dschihadismus, maßgebend IS, der ist öffentlich, das wissen wir, Gewalt, Anschläge, in welcher Form auch immer. Und wir haben den legalistischen Islam, der unterwandert, leise. Wir wollen nicht auffallen. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Politik und Kirchen machen mit. Ja. Die sind so unterwandert und die werden auch noch mit Steuergeldern finanziert. Da sind die Moslemsbrüderschaft ist darin und verschiedene andere. Ein interessantes Interview. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, das sind Vorbereitungen. Da sagen Sie nicht mal, oh Markus, kann ich mit dir telefonieren und wir machen das? Nee, Sie müssen sich vorbereiten, Sie müssen recherchieren. Warum müssen Sie sich so gründlich? Weil Sie sonst nämlich wieder in der Reichweite in den sozialen Netzwerken heruntergefahren werden. Also braucht es immense Vorbereitung, Sie brauchen Rechtsberatung. Ja, und ich bin am 4.10. bin ich in Erfurt auf einer Demonstration, ein Spaziergang muss es ja halten, ein Spaziergang in Thüringen. Was ist los? Warum bist du nicht mehr in Thüringen? Was ist los? Warum bist du nicht mehr in Thüringen? Was ist los? No. Also, und am 24., 25. auf einem großen Wirtschaftstreffen und am 31. bin ich wieder in Schmalkalden und im November drehen wir einen Film mit einem sehr bekannten Herrn, der kommt dann ins Weihnachtsgeschäft und im Dezember gibt es die nächste Talkshow. Und im November lade ich Gäste ein, dass wir uns unterhalten über die Entwicklung für Hallo Meinung. Meine Damen und Herren, es ist schön, dass Sie da waren. Wir sind noch nicht fertig. Nur wir werden jetzt gleich unsere Livestreaming beenden, sodass wir nochmal in die Diskussionsrunde gehen können. Ich sage schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich konnte ein paar Aufklärungen geben. So ein Abend ist ja auch innerlich eine Aufregung. Da sind die Gäste, wirst du den Erfordernissen gerecht und. Ich sage herzlichen Dank, Thomas Berthold. €8,88. Mit Namen Thomas Eklinski. Jetzt haben Sie einen neuen Namen. Professor Patzelt, wir sind stolz, so einen erfahrenen Politikwissenschaftler hier bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Und in umgekehrter Reihenfolge Uwe Kranz, LKA-Präsident AD Thüringen. Und Uwe schreibt weiter für uns, Professor Patzelt schreibt für uns, Thomas Eklinski wird vertonen. Es sind tolle Leute an Bord. Wir steigern uns und wir lassen uns nicht aufhalten. Ich sage Dankeschön. Wenn ich jetzt sage, lasst uns gesund bleiben, sage ich das nicht wegen Corona, sondern ich bin 67 und bin froh, dass ich noch so gesund bin. Danke, dass ihr hier wart.